Wir beschäftigen uns heute in der zweiten Lesung mit dem Gesetz für kommunale Investitionen zur Förderung der Bildung, Digitalisierung, Kultur, Umwelt sowie der sozialen Infrastruktur, nachdem wir hierzu bereits im Ausschuss oder in den Ausschüssen längere Debatten geführt hatten. Im Gegensatz zur CDU lässt die rot-rot-grüne Landesregierung die Kommunen nicht im Stich, sondern investiert massiv in die Infrastruktur der thüringischen Gemeinden. Mit zusätzlichen Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro setzen wir neue Maßstäbe in Bezug auf deren Leistungsfähigkeit. Denn wir wissen, dass nur leistungsfähige Kommunen die Grundlage für eine hohe Lebensqualität sind. Als Koalition übernehmen wir hier die erforderliche Verantwortung und setzen die richtigen Akzente. Denn den Kommunen ist nicht damit geholfen, wahllos mit der Gießkanne Geld zu verschenken oder sich hemmend und sich auf dubiose Rechtsgutachten zurückziehend in den Weg zu stellen. Zur Abwasserbehandlung, der kommunale Klimaschutz, die Förderung von mehr Barrierefreiheit, der Breitbandausbau und alle weiteren nachhaltigen Investitionen wollen wir hiermit unterstützen. Einerseits kann damit ein teilweise vorhandener Investitionsstau weiter abgebaut werden. Andererseits setzen wir für die Kommunen neue Impulse. Das Beste ist aber, dafür ist kein Nachtragshaushalt erforderlich. Denn die Kompetenzen haben wir als Koalition hier im Landtag und da brauchen wir auch keine CDU, die sich beispielsweise gegen die Kommunen im Ausschuss stellt und stattdessen eine Verschiebung der Investitionen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag plant. Aber daran hat man auch wieder einmal gesehen, wer sich wirklich um die Kommunen einsetzt und wer sich nur taktisch in Szene setzen will, um dann, wenn es ernst wird, mit der Bedenkenkeule um die Ecke zu kommen, um den Kommunen die 100 Millionen Euro zu verweigern. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, erklären Sie doch bitte den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern draußen im Land, warum Sie nicht bereit sind, dieses Gesetz zu unterstützen und den Gemeinden die erforderlichen Mittel zu geben bzw. sie nicht vorzuenthalten. Ein bisschen mehr Mut hätte ich mir an dieser Stelle schon von Ihnen gewünscht und deutlich mehr als das, was wir heute gesehen haben. Zum Glück hat die rot-rot-grüne Landesregierung und die Koalition diesen Mut aufgebracht. Ihnen in der Opposition scheint er gänzlich zu fehlen. Wir tun dies alles, weil uns als Koalition die Kommunen wichtig sind. Wir reden nicht nur darüber, sondern setzen das auch tatsächlich um. Deswegen haben wir uns gegenwärtig versprochen, und das halten wir heute, dass wir die Spielräume, die wir uns erarbeiten, nutzen, um Investitionen zu tätigen, ohne weitere Schulden zu machen. Wenn wir von Investitionen sprechen, dann sprechen wir nicht über Investitionen in Beton oder Straße, sondern wie schon erwähnt, in Klimaschutz oder auch in unsere Kinder beispielsweise über die qualitative Besserstellung in der Kita-Ausstattung. Das heißt, wir reden nicht nur darüber, sondern wir handeln und wir setzen hier die richtigen Schwerpunkte. Wir schaffen all das mit einem ausgeglichenen Haushalt und soweit darf ich mich sicherlich schon mal aus dem Fenster lehnen. Wir werden auch zukünftig in dieser Landesregierung über ausgeglichene Haushalte sprechen. Das hat auch nichts mit Glück zu tun, denn das Glück der niedrigen Zinsen und der hohen Steuereinnahmen haben auch andere Länder und hier kann man sich an der einen oder anderen Stelle durchaus fragen, was die damit machen. Ich glaube, wir handeln ausgesprochen verantwortungsvoll. Wir helfen den Kommunen dort, wo wir können. Das heißt, das, was die Menschen sich erarbeitet haben, muss auch durch vernünftige Politik flankiert werden und das leisten wir hier heute. Genau das machen wir und damit sind die 100 Millionen Euro Investitionen ein Gemeinschaftsergebnis der Menschen, die das erarbeitet haben und der guten Finanzpolitik dieser rot-rot-grünen Koalition. Wir tun das auch, weil wir wissen, dass die Kommunalpolitik für die Bürgerinnen und Bürger das Gesicht der Politik ist. Die Kommunalpolitik ist die Schnittstelle, an der die Menschen Politik wahrnehmen. Deswegen stehen wir alle, Land und Kommunen, in der Verantwortung, diese Schnittstelle organisatorisch und finanziell vernünftig auszustatten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.